So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zum Forzathon. Das war behindert, ich weiß. Zwar hier dieses Mal ein entspanntes Wochenende, ja, es ist eigentlich nicht diese Woche ein ziemlich anstrengendes Wochenende, zumindest bis jetzt, weil heute ist ja erst Samstag. Bis jetzt war es entspannt, naja, nicht wirklich. Perfekte Zeit für ein lockeres Ründchen, das kann man wohl sagen. Perfekte Zeit heißt jetzt für mich 5:30 am Samstag. Und dann bilden natürlich ein wunderschöner Civic, glaube ich, die. Ist das der erste Type R? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, von 97, kann das sein, mein Geburtsjahr. Wieder vier Sachen, wovon wir aber diesmal wieder nicht alle machen werden, dazu dann gleich. So, das erste hier und das beste quasi auch, Luxus-Crossover, schließen sie drei Straßenrennen ab, um den Porsche Macan Turbo und 50.000 Credits zu gewinnen. Das ist natürlich richtig geil. Dann an Liedchen trällern, schließen sie während. Nee, doch. Schließen sie drehen während. Drei Fähigkeiten, die dann erfolgreich eine Fähigkeitskette ab, um drei Lose zu halten, ist quasi easy. Ja, aber da ist halt natürlich wieder mal ein Problem, diese Fähigkeitslieder. Meine Musik in Forza Horizon ist ja schön und gut. Aber ihr wisst ja, ne, rechtlich gesehen ist das nicht so lustig. Wenn ich jetzt während der Folge mal schon die Musik laufen lasse, Fähigkeitslieder, das hat YouTube nicht so viel von, deswegen können wir das leider nicht machen. Das dritte werden wir aber diesmal wieder machen, und zwar Tandemflug. Verführen Sie 20 ultimative Sprungfähigkeiten in einer Superlimousine. Die Klasse müsste eigentlich im Spiel Super Saloons heißen. Oder auf Englisch zumindest. Um 25.000 Credits. Und jetzt haltet euch fest, die Hahnenschreihupe zu Alter, die wollte ich schon immer haben. Nee. Also Hupen, ich frage mich, was die Hupen überbringen sollen. Ich habe ja eben Auto, ich habe eigentlich die Standardhupe. Ich habe die, glaube ich, auch nie geändert, weil wozu? Wann braucht man die Hupe im Spiel, außer für jetzt für Kolonnenrennen? Die man eh so oft macht. Eigentlich nie. Dann nochmal hier Hupe zum Gewinn. Zugdurchfahrt, schließen Sie ein Rennen ab, auch richtig schwer. Um 25.000 Credits und die Zughupe zu halten. Wir fangen an mit den ultimativen Sprungfähigkeiten. Ich sitze hier in einem Wagen, den kennt vielleicht einer schon, vielleicht nicht in der Version, aber demnächst schon mal gefahren, und zwar im Let's Play. Das ist aber auch schon nur eine ganze Ecke her, und heute fahren wir den mal wieder. Natürlich ist es der Maserati Ghibli SQ4. Diesmal in einem dunkellila und mit Motorswap. Und zwar haben wir jetzt hier nicht den normalen 3-Liter-Sechszylinder drin von Maserati, sondern einen dicken 6,5, nein, 6,2 Liter, Entschuldigung, V8 von Mercedes mit 560 PS hier aufgebaut. Natürlich ohne Turbo, aber ich meine, kann man sich mal gönnen. So. Eine gute Stelle schon ausgesucht. Wo das auch ganz gut klappt eigentlich und auch relativ schnell geht. Dreht aber gerade schon wieder. So. Ultimativ, genau. Wunderbar ultimativ. Da oben schon zwei Feuer gemacht zu Beginn, weil ich immer getestet habe, ob das überhaupt geht. Was ich hier mache. Oh, ist aber knapp. Braucht das geil, ne? Sound, ne? Findest du mal das Radio? Da braucht irgendwie so ein V8. Und dann gibt es im Gran Turismo, klar, oder ich glaube im Quattroporte auch. Warum nicht im Ghibli? Weil schon mal das Radio will ich keinen komischen V6 fahren. Das bist du auch gerecht haben. So 20 Dinger. Ja, dann sehen wir uns mal gleich wieder. So, jetzt ist das Ganze schon erledigt. Ging ziemlich zügig eigentlich. So, dann mache ich mal kurz hier den Erfolgstracker wieder aus. Wollte nur eine kleine Hilfe für euch quasi. Dann haben wir noch drei Straßenrennen und ein Rennen abschließen. Ich meine, das Rennen ist ja auch ein Straßenrennen logischerweise. Deswegen fehlen uns heute noch drei Straßenrennen und dann sind wir quasi schon durch. Natürlich die Fahrt mit dem Porsche Macan, natürlich das noch, aber dann geht ziemlich schnell. Ja, dann gehen wir ins Straßenrennen und bis gleich. So, Straßenrennen Numero Uno. Mit der Wägelchen hier. Die aber, glaube ich, auch ziemlich stark sind alle. So, als A-Klasse. Ja, ich bin wieder mal ein Idiot. Aber, kannst du mal gönnen, die ganzen Autos. Die sind natürlich auch alle gerne.
Heirat, ne? Jetzt zieht. Ey! Subi! Danke. Ja. Konfer bremst. Der Wagen ist halt auch nicht ganz leicht. Man ist ein schönes Auto. Auch sicherlich schnell, luxuriös und sportlich, aber jetzt auch kein Porsche oder so, ne? Ach, im Himmel. Wir müssen aber auch nur abschließen und nicht gewinnen. Das ist dafür ja nicht Voraussetzung. Deswegen ist es sowieso eigentlich Latte. Ich stelle mich aber trotzdem an, ja? Das ist keine Frage. So, das ist mein Speed. Dann gibt die der ist nicht gerade langsam, würde ich mal behaupten. So. Wieder ausgewichen. Alter, wie schnell wir gerade waren, ne? Das war schon Hammer. Ja, mit der Lesung ist es aber auch nicht gerade verwunderlich. Der sollte schon schnell sein. Komm, oh Gott. Das finde ich gut. Noch nur vorne. Gern so bleiben. Holt der hinter mir auf? Ich glaube schon, ne? Ja. Boah, die Bremsen, ey. Huiuiui. Wenn wir, glaube ich, ja, 1,6 Tonnen, die da die Bremsen wieder zum Stillstand bringen sollen. Ist auch nicht ganz wenig. Der Weg der Alfa Romeo hier vorne, denke ich weniger. Meine Güte, was ist denn los hier? Hätte wieder zurückspulen können, schon viele Male hier. Strecke aber warum? Wären wir als Zweiter. Oder auch nicht. Geht doch. Ja, so kann das gern bleiben. Ach ja, ein 18er uns, ein M5, ein Focus, ein Ute, der Subi, Bone Shaker, Caterham, California, ein Charger, Alter, geil, ein M2 und ein GTR LM. Ja, das kann heute gerne so in den beiden Rennen auch noch laufen. So, dann haben wir doch quasi den ersten Erfolg freigeschalten bei diesen Rennen. Wieder eine kleine Geldbelohnung, eine kleine Finanzspritze. Nehme ich natürlich immer gerne, wenn ich es nicht brauche. Aber ganz ehrlich, wer nimmt kein Geld? Geld kann man eigentlich nie genug haben. Wann braucht es eine andere Frage? Dann stehen jetzt noch zwei kleine Rennen an. Und die würde es jetzt noch wahrscheinlich im Zeitraffer geben. Also viel Spaß.
Nochmal knapp gewonnen hier im dritten Rennen. War ein geiles Rennen. Alter, wieder nach C vorne. Das scheint wohl auf der A-Klasse nicht so schlecht zu sein. Der Ferrari, der war auch nicht schlecht. Der 512 TR. Auch ein geiles Teil. Okay, Rally Fighter, na gut. Vielleicht mal Schwal für so ein Straßenrennen, aber okay. Jeden das seine. So, zack, Erfolg freigeschalten. Oh, man kann der. Ich hab den auch geliebt in Horizon 2. Ich bin in Forza 6 eigentlich nicht groß gefahren. Weil da macht er nicht großartig Sinn. Aber hier im Vorgänger Horizon 2, das war richtig geil. Deswegen steigen wir auch in dem Wagen mal ganz schnell ein. Hier ist unser kleiner, aber nicht gerade langsamer Crossover hier, der Porsche Macan Turbo. Aber man sieht auch schon die wunderschönen gelben Bremsen hier bei Porsche. Das müssen eigentlich Carbon-Keramik-Bremsen sein. Natürlich nur das Beste vom Besten hier. Wenn es ist ein Porsche, ja. Wer den Macan nicht kennt, ist ja. Ich glaube, es geht so von der Konkurrenz her so in die Richtung Audi Q3, Q5. BMW X3 vielleicht so. Von der Größe her, ich weiß es nicht genau. Es war halt so ein bisschen. SUV-mäßig auch so ein bisschen ländefähig, aber halt auch nicht zu viel. Jetzt nicht irgendwie so ein Cayenne oder ein Q7 oder sowas. Oder Mercedes, ich sag mal, heißt der glaube ich GLK, ich glaube schon. Ist auch nicht so riesig. Hat einen 3,6 Liter großen Sechszylinder-Motor. Müsste sogar ein V-Motor sein und kein Boxer-Motor. Der Name schon sagt, hat Turbo aufgeladen. Und generiert damit 400 PS, das ist ordentlich. So hier Allradantrieb am Start, 7-Gang PDK-Getriebe. Komm. Wir gehen aus der Sonne raus und fahren mal ein Stückchen. Ich will aber gleich erstmal kurz in den Innenraum gehen. Es ist Nacht, ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen, aber uiuiui. Schick, schick. Ich finde auch die Felgen geil. Könnten noch gerne zwei größer, wie ihr mich kennt, aber gut, das können wir noch im Let's Play später machen, wo der auch vielleicht ankommen wird. Chance ist sehr groß. Da hier im Innenraum, da in der Mitte, das müsste auch da ein Touchscreen sein. Das Porsche-Logo. Ja, Inhalt, ich sag mal Porsche-typisch. Nicht groß meckern. Hier natürlich in der Mitte das zentrale Drehzahlmesser, links Tacho, rechts weiß ich Sachen wie Öltemperatur und so weiter, alles. Ich glaube auch Wassertemperatur oder Motortemperatur oder sowas alles. So, komm. So, 3000 Umdrehungen. Man hat den Turbo aber richtig. Alter, der geht ganz schön ab, Alter. Für 400 PS hat das wenig, aber ich meine, das ist ein 1,9 Tonnen SUV. Ja. Hat einen sehr interessanten Sound. Aber den haben sie, glaube ich, aus Forza 6 und Horizon 2 nicht übernommen. Ich meine, der hört sich da anders an. Wir haben Spiele länger nicht mehr gespielt und den Wagen vor allen Dingen nicht, aber ich meine, der hört sich da anders an. Wir gehen mal durch den. Na, wir fahren mal links lang, nicht durch den Tunnel. Warte, jetzt aber nochmal. Alle die Rücklichter sehen ja geil aus. Wenn man bremst. Alle Bremslichter. Oh. Das gefällt mir. Komm mal mit Vollgas. Wie schnell der Schall wird, ne? Dieses PDK-Getriebe. Oh, das ist einfach nur so geil. Wobei braucht dann der Hobel so auf 100? Oder 60 Meilen, aber mein Gott, die 3 km/h, die. So, nicht so viel. So, 4,2 Sekunden. Sagen, das ist ordentlich. Das ist mehr als ordentlich. Nur auf 100 Meilen, 12,1 Sekunden. Topspeed über 270. Okay, Bremsweg. Na gut, Bremsbeschleunigung ist so eine Sache alles, aber. Ich würde sagen, also ein Porsche würde ich auch nehmen. Wenn ich das Geld zu hätte. Nein. Und apropos, den würde ich auch nehmen. Ich will mal kurz auch ein bisschen was. Ich will noch kurz was ein bisschen erzählen. Und zwar bin ich heute zu meinem ersten Auto gekommen. Tatsächlich. Es ist natürlich kein Porsche, also da war mein Budget ein wenig kleiner. Aber heute haben wir den Koffer unterschrieben. Also hier meine Eltern waren dabei auch bei. Und ich denke mal, so in 2 Wochen hätte ich den vielleicht fahren können schon. Sag ich schon, was es ist? Okay, ich sag's schon mal. Und zwar ist das ein Opel Corsa. Der vierten Generation, also im Corsa D. 1,2 Liter Saugermotor, ein Vierzylinder, 80 PS, 5-Gang-Schalter, so ein dunkelblau, was richtig geil aussieht. Auch hat nämlich 85.000 Kilometer, also geht noch. Sieht auch super aus, toll gepflegt. Der TÜV und ASU bekommt er auch neu. Immer noch Winterreifen haben wir noch dazu, also dazu bezahlt quasi.
War eigentlich ohne, aber wir haben noch welche dazu bekommen. Natürlich für ein bisschen Aufpreis, aber gut. Deswegen, der ist richtig geil. Und, was? Du kaufst den Opel Corsa? Du fährst ja so viele geile Karren in Forza. Ja, das ist aber auch Forza. Leute, ich habe seit einem Jahr einen Führerschein. Also jetzt, wer jetzt denkt, warum ich jetzt einen Opel Corsa hole, nicht irgendwie was, ich sag mal, Geileres. Natürlich gibt es viele geilere Autos, aber ich bin ein Fahranfänger. Ich habe jetzt ungefähr ein Jahr den Führerschein und bin weniger als 1000 Kilometer bis dato gefahren. Ja. Und da brauche ich nichts wirklich mit 150 oder 200 PS oder irgendwie was Krasses. Irgendwie das macht keinen Sinn. Aber es ist günstig. Ich muss jeden Tag dann zur Arbeit fahren ab September. Ich fahre jeden Tag über 80 Kilometer. Weil ich brauche halt einen Wagen. Erstmal würde ich einen kleinen Wagen haben. Ein Corsa ist klein, ist übersichtlich. Der fährt sich auch einfach. Man hat ja auch den Probe gefahren. Der fährt sich richtig geil. Auch wirklich sehr leicht. Richtig, richtig gut. Dann sparsam ist er auch. Mehr viel Platz brauche ich auch nicht. Der sieht super aus. Ich bin als Dreitürer genommen übrigens. Bei 5-Türer fand ich irgendwie nicht so schön. 3-Türer finde ich geiler. Ich finde ihn einfach cool. Ich werde vielleicht auch mal irgendwie bei Twitter oder so zeigen. Oder mal vielleicht auch ein Video zu machen. Mal den in meinen Wagen vorstellen. Mal gucken. Und dann alles irgendwann vielleicht mal in nicht allzu ferner Zukunft mal gucken. Ich denke mal so in 2 Wochen werde ich ihn vielleicht bei mir zu Hause stehen haben. Dann halt irgendwie halt rumdüsen. Naja, das halt zu dem Thema Auto. In der Macan. Von vorne nett hier, diese schönen Porsche-Leuchten. Alter. Ja gut, also so jetzt, da könnte noch ein bisschen besser abgehen, so jetzt bei der Geschwindigkeit, bei dem Weg zu 200. Aber das ist natürlich, wir können hier in einem Bereich, der ist für Normalsterbliche, so langsam auf 200. Das ist natürlich... An sich für. Es gibt auch SUVs, die deutlich schneller beschleunigen. So kann man es sagen. Natürlich vielleicht nicht, aber die schon besser abgehen. Aber trotzdem ein geiles Auto. Die Sonne geht gerade auf. Warte, ich halte mal kurz an, würde ich sagen. Also Macan, wirklich ein geiles Teil, wäre jetzt nicht so viel gefahren, aber. Ich war ja auch ein bisschen geredet mit dem Auto, aber. Trotzdem ein echt cooles Auto. Wird auch mit großer Wahrscheinlichkeit im Let's Play drankommen. Wahrscheinlich kommt denn in Folge 100... Moment. Ich habe jetzt aufgenommen bis, ich glaube... Ich weiß das gar nicht. Also als nächstes Porsches. Die nächsten Porsche werden dann sein der Turbo S auf jeden Fall. Dann jetzt der Macan. Ich will was zum Cayman GTS machen, zum Carrera GT vielleicht. Also kommen noch ein paar Porsches. Also ich werde auch viele Porsches hier im Let's Play fahren, weil Porsche, ich meine, wer mich kennt, ich liebe halt Porsche, eigentlich über alles. Natürlich nichts, was ich mir wahrscheinlich jemals leisten könnte oder fahren werde. Aber ja, träumen darf man ja wohl auch. Deswegen auch wieder ein paar Porsches hier im Let's Play. Findet ihr bestimmt auch geil. Auch wenn ihr Autowünsche habt fürs Let's Play oder für Drag Races, natürlich immer gerne in die Kommentare. Also halt Duellwünsche mit den Drag Races. Oder was ich fahre beim nächsten Forza-Ton mal den Wagen oder den kann ich auch, wenn mir der Wagen gefällt, gerne machen, ist kein Problem. Nur Gedanken lesen kann ich halt auch nicht, ne? Geld ist nicht jetzt euch sagen, ach ja genau, ihr wollt doch alle den Wagen sehen. Erst müsst ihr mir dann auch schon schreiben, ich bin kein Hellseher. Na Leute, dann danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Forza-Ton, der nächstes Wochenende wieder ist. Achso, wegen Forza-Tons nochmal im Juni, wollte ich nochmal kurz ansprechen. Die wurden, glaube ich, heute bekannt gegeben, im Laufe des Tages. Und da kann man dann auch unter anderem gewinnen, jetzt im Juni, den 944 Turbo, den Cayman GTS, einen 911 GT3, Generation 996, denn den Tamo Racing kann man wieder gewinnen. Das ist aber nur ein Tages-Event und ein Forza-Ton ist sogar eine ganze Woche dieses Mal. Also habt ihr quasi genug Zeit, um die Preise abzuholen. Was gab es da noch, welche Porsches zu gewinnen? Ich habe wieder einen vergessen. Warte, Cayman 944... GT3 und... Ich hab da bestimmt was vergessen, aber googelt mal nach Forza Horizon 3 Forza-Ton Juni. Werdet ihr bestimmt ein Bild finden, wo halt die ganzen aufgelistet sind. Also kommt noch geile Karren. Achso, genau, jetzt fällt mir jetzt ein und zwar kommt auch ins Spiel. Das müsste auch eigentlich der gleiche Rennwagen sein, der auch in Forza 6 drin ist. Das müsste halt der 911, heißt der, Flying Blizzard irgendwas? Halt ein GT-Rennwagen von Porsche. Basiert, glaube ich, auf dem 997 GT3. War ein Forza 6 auch ziemlich geil, das Ding war mega, mega nice, mega schnell vor allen Dingen auch. War eigentlich einer der besten GTs, fand ich zumindest.
die Essen mega schnell waren und sie auch halt mega gut fahren ließen. Ich meine, es ist halt Porsche. Der kommt auch noch ins Spiel. Finde ich cool. Also wird es auch nach der Juni wieder eine geile Zeit hier in Horizon. Unter anderem Horizon. Ich werde auch andere Spiele spielen, aber halt für YouTube zumindest eigentlich nur Horizon. Deswegen bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war Schubert.